Wir stoßen in der Krebsbehandlung oftmals und sehr schnell an unsere Grenzen. In der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie bildet die Grenze, dass wir nicht weiter operieren können mit dem Skalpell. Diese Grenze wird immer erreicht, wenn man an große Blutgefäße herankommt oder an wichtige Nerven oder das Zentralnervensystem. Wenn dort trotzdem immer noch Tumorzellen sind, obwohl wir schon alles operiert haben, dann braucht man ein ganz feines Instrument, um kleine Nester noch abzutragen. Professor Metelmann erforscht an der Universitätsmedizin Greifswald zusammen mit seinem Kollegen Dr. Christian Seebauer den Einsatz von physikalischen Plasmen gegen Tumorzellen. Sie entnehmen dieser Patientin eine Gewebeprobe. Die Wunde entstand durch die Entfernung einer Metastase aus der Schädeldecke. In den Rändern der Wunde könnten sich noch Tumorzellen befinden. Derzeit wird der Einfluss von physikalischem Plasma auf molekulare und zelluläre Effekte in vielen In-vitro-Studien untersucht. Dabei ist festgestellt worden, dass das physikalische Plasma eine selektive Wirkung hat, entsprechend der Applikationsdauer. Wirkt man mit hohen Applikationszeiten auf Tumorzellen beispielsweise, so wurde nachgewiesen, dass hier eine Apoptose zu erzielen ist. Das heißt, hier sterben Zellen ab, hier können Tumorzellen abgetötet werden und so zu einer Verringerung der Tumormasse beitragen. Dr. Seebauer behandelt die Gewebeprobe mit einem Plasmajet. Dieser Vortest soll zeigen, wie das physikalische Plasma auf die Tumorzellen wirkt. Wir haben im Reagenzglas und in Kulturschalen die Wirksamkeit von physikalischem Plasma auf Krebszellen nachgewiesen. Wir wissen, dass physikalisches Plasma in der Lage ist, sehr selektiv Tumorzellen abzuschalten in ihrem Wachstum, in ihrer Teilungsfähigkeit und andererseits normale Bindegewebezellen in der Umgebung anzuregen. Das heißt, wir haben einen sehr selektiven Wirkungsvorteil für physikalisches Plasma und den müssen wir jetzt in klinischen Studien untersuchen. Plasma, wenn es sich als so selektiv erweist, dass es die einzelne Tumorzelle erreichen kann und die auch nicht einfach zerstört und ein Loch hinterlässt, sondern abschaltet, sodass sie in kurzer Zeit von alleine verschwindet und ersetzt wird durch eine Narbenzelle. Wenn dieses alles sich erreichen lässt, dann haben wir mit physikalischem Plasma in der Zukunft ein ganz selektives, fast chirurgisches Therapieverfahren in Händen. Die Gewebeprobe der Patientin wird kurz nach der Behandlung mit dem physikalischen Plasma an das Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V., kurz INP Greifswald, geschickt. Dr. Kai Masur und seine Kollegin Dr. Sibylle Hasse untersuchen die Wirkung des Plasmas auf die Tumorzellen. Die biologisch aktiven Komponenten, die wir soweit gefunden haben, sind Stickstoffradikale, Sauerstoffradikale, UV-Licht und Wärme. Und diese Kombination können wir zusammen mit den Physikern variieren, um damit auf die Zellaktivitäten Rückschlüsse zu ziehen bzw. die Zellaktivitäten zu beeinflussen. Dr. Hasse schneidet die Gewebeprobe der Patientin für die spätere Analyse der Tumorzellen. Die Wirkung an sich kann insofern optimiert werden, als wenn man bestimmte Stoffwechselwege, die in Krebszellen sich vielleicht von gesunden Zellen unterscheiden, das Plasma darauf abstimmen kann. Das heißt, sind Zellen eher in der Lage, mit Sauerstoffradikalen umzugehen? Könnte man das eventuell ausnutzen oder eben das Plasma gezielt mit Stickstoffradikalen oder UV-Licht anzureichern, um die Krebszellen gezielt zu töten? Die Unterschiede liegen auch im Stoffwechsel, beziehungsweise in der Menge an Antioxidantien, die die Zellen zur Verfügung haben, um sich beispielsweise gegen Sauerstoffradikale zu wehren. Das heißt, der Wirkmechanismus ist ähnlich, die Art und Weise, wie die Zellen sich wehren bzw. die Radikale abbauen können, die unterscheiden sich zwischen gesunden Zellen und Krebszellen. Die Greifswalder Forscher wollen herausfinden, ob physikalische Plasmen sich als neue Waffe im Kampf gegen Krebs eignen. Derzeit untersuchen sie im Labor, wie Plasma auf Krebszellen und bei verschiedenen Krebsarten wirkt. Mit Fokus auf die zukünftigen Anwendungen ist das natürlich auch erstmal Hautkrebs oder das Melanom. Wir haben aber auch erfolgreich schon Darmkrebs bzw. Leberkrebs getestet, sodass es weniger die Art des Krebses ist, als mehr die Stoffwechsellage, die in diesen Krebszellen unterschiedlich sein muss zum gesunden Gewebe, um zum Erfolg zu führen, wenn man physikalische Plasmen zur Krebsbehandlung einsetzen möchte. Das Nationale Zentrum für Plasmamedizin
ist eine gemeinsame Idee von an einer gemeinsamen Strecke arbeitenden wissenschaftlichen Einrichtungen in ganz Deutschland. Zu den ersten Verfolgern dieser Idee gehört das INP in Greifswald, gehört die Universitätsmedizin in Greifswald, gehören aber auch namhafte Kliniken wie die Charité oder wie die Universitätsmedizin in Göttingen oder in Saarbrücken oder auch wie die großen Krankenhäuser in München. Wir haben uns zusammengeschlossen vor einem Jahr zu einem nationalen Zentrum, um an wichtigen Fragen mit multizentrischen Studien arbeiten zu können und um die Hauptfragen, nämlich Risiko und Potenzial der klinischen Plasmamedizin aus der Fülle des Erfahrungsschatzes der einzelnen Zentren bearbeiten zu können.